Hallo zusammen, schönen Gruß aus Graubünden. Und zwar bin ich hier bei Flims. Ich stehe oberhalb von der Rheinschlucht. Eins der Highlights der Schweiz. Wenn du mal dagegen bist, unbedingt herkommen. Sehr, sehr eindrücklich. So eine ganz tief eingefressene Schlucht hier. Auch ein wunderbares Gebiet zum Biken, Wandern und halt eben zum Fotografieren. Wir sind hier, um die Milchstraße zu fotografieren. Und ich sage mal so ein bisschen, wie ich vorgegangen hierbei. Das erste ist mal, ich brauche eine Idee. Und die Idee hierfür ist mir gekommen von einem von meinen Fans, der hat mir das Bild geschickt von der Milchstraße, der war letzte oder vorletzte Woche hier. Ich kannte den Ort hier nur von Fotos, ich war noch nie hier, hatte den aber schon lange auf meiner Liste, ich muss hier mal her. Und habe gesagt, jetzt komme ich. Das war die einfachste Lösung, um auf eine Idee zu kommen. Dann ist die Frage, wann soll ich kommen? Das eine ist, die Milchstraße sieht man natürlich nicht immer. Ich benutze die App Fotopilz, um zu wissen, wann man die gut sieht und dann auch, wo sie ist, weil ich will, halt ich hier so eine Aussichtsplattform, auf der will ich stehen, damit ich weit gucken kann und damit keine Bäume im Weg sind. Und je nachdem, welche Himmelsrichtung ich gucke, brauche ich eine andere Belichtungszeit. Es gibt diese Faustformel 500, dass man sagt, die Brennweite in Vollformat, also 500 durch die Brennweite, also zum Beispiel 20 mm, 500 durch 20. Das kommt immer Faustregel, es kommt nur ungefähr hin. Je nach Himmelsrichtung und so weiter bewegen sich die Sterne scheinbar schneller, langsamer. Und deswegen wäre es wichtig, das zu prüfen, wirklich mal rein zu zoomen. Eventuell sogar den Laptop habe ich heute nicht dabei. Meistens habe ich den Laptop dabei und gucke mir die Bilder auch noch ganz kurz an. Wenn ich hier also in die Gegend schaue, dann überlege ich mir, wie wird die Milchstraße nachher sein? Wie ist die Bildkomposition auch vom Vordergrund, also von der Landschaft? Was will ich drin haben? Weil in die Richtung ist die Rheinschlucht, das ist super. Aber wenn ich mich hier drehe, sind da halt auch noch schöne schneebedeckte Berge. Das wäre natürlich genauso schön. Und dann habe ich da unten, da kommt ja gerade die Bahn, wäre da halt eine Brücke mit einer Bahn. Und wenn die nachher im Dunkeln auch noch fährt, wäre das auch schön. Also es gibt viele Sachen, die ich drinnen haben möchte. Und ich muss mich einfach jetzt im Hellen entscheiden, was ich machen möchte. Ich muss mich zum Beispiel entscheiden, will ich Hochformat oder Querformat machen. Weil im Hochformat habe ich natürlich nachher dann weniger Probleme, die Milchstraße mitzunehmen. Weil die so, was auch wichtig ist, ich habe jetzt die Sony schon parat gestellt. Die steht da so, wie sie heute Nacht auch stehen soll. Fokussiert und alles. Der Timer ist dran und wichtiger Praxistipp. Den Timer da an den Haken vom Stativ hängen. Den da nicht frei rumbaumeln lassen im Wind, weil sonst Schwingungen und so. Ne? Also den hänge ich da immer rein. So, hallo, jetzt sind wir zurück beim Auto. Es ist gleich 10, Gottesdienst geht gleich los. Und langsam auch wieder T-Shirt-Wetter. Ganz anders als heute Nacht. Es war furchtbar kalt. So um 0 Grad. Also mein Schlafsack war ein bisschen feucht vom Kondenswasser und ist gefroren obendrauf. Also wahrscheinlich genau 0 Grad. Aber ein furchtbarer Wind. Und das macht es halt immer, das wirst du kennen, der Wind ist immer doof. Zum Foto, die Milchstraße ist nicht so weit rumgekommen, wie ich erwartet hatte. Ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt mit der App. Also sie war drauf auf dem Bild natürlich, aber halt eben nicht so weit, wie ich wollte. Und das heißt, ich bin um 2 aufgestanden, habe den Timelapse gestartet. Ich bin dann um 3:30 aufgestanden und habe halt eben meine Fotos gemacht. Milchstraße war nicht da, wo sie sein sollte. Ich habe sie dann trotzdem gemacht, die Fotos vorsichtshalber, und habe mich dann halt geschwenkt. 3 Querbilder untereinander für ein Hochkantpanorama nachher und habe halt nochmal einen dazu gemacht. Das heißt aber, den Vordergrund, den ich vorher so schön belichtet hatte, einschließlich Eisenbahn drauf und allem, der ist jetzt halt eben nicht so, wie ich das haben möchte. Ich bin dementsprechend um 5:30 nochmal aufgestanden und habe dann noch ein Bild gemacht für den Vordergrund, als es schon langsam hell wurde.